Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem zweiten Teil der Engelbotschaften für den Monat Dezember und zwar für die Sternzeichen Waage bis zu den Fischen. Erzengel Uriel bringt der Waage folgende Botschaft. Manchmal hast du gedacht, dass du einen anderen Weg hättest einschlagen können. Dann hättest du noch mehr erreichen können. Verschwende mit diesen Gedanken keine unnötige Energie. Das hemmt dich nur. Dein Weg war der richtige und hast du nicht schon viel erreicht? Vergiss die alten Träume und die Vergangenheit. Schau schnurstracks nach vorne. Und deine Devise lautet: Bereue nicht deine beschrittenen Wege. Sie waren die richtigen. Engel Barbiel begleitet den Skorpion mit dieser Botschaft. Du bist im Besitz schöner Freundschaften. Behüte und pflege sie. So manche Freundschaft musstest du vielleicht auch oder solltest du erneuern, denn jeder Mensch verändert und entwickelt sich. Vielleicht ist es dein bester Freund, der einen anderen Weg gegangen ist als du. Nimm dir die Zeit für diese Freundschaft und so könnt ihr wieder zusammenfinden. Deine Devise ist: Deine Freunde sind ein Geschenk. Pflege und hüte deine Freundschaften. Für den Schützen bringt Engel Adnachiel folgende Nachricht. Bereits sehr früh hast du erkannt, dass andere noch besser sind als du. Das Kind vom Nachbarn zum Beispiel, das bessere Noten bekommen hatte. Ein anderer hat schneller gelernt, mit dem Fahrrad zu fahren und so weiter. Und nun willst du alles besser machen als die anderen. Willst die beste Mutter oder der beste Vater sein, wie auch der ideale Partner. Das aber macht dich klein, sehr klein sogar. Sei einfach zufrieden mit dir selbst und vergiss deinen Perfektionismus. Deine Devise ist: Sei zufrieden und vergiss, dass du unbedingt perfekt sein musst. Engel Haniel hat diese Botschaft für den Steinbock. Auch schöne Lügen sind hässlich und mit netten Ausreden entfernst du dich von den Menschen, die du liebst. Euren tiefen Gefühlen wegen bist du der Wahrheit schuldig. Sage nicht immer Ja, wenn du ein Nein denkst. Dann benötigst du auch keine Ausreden. Bleibe ehrlich und sage einfach Nein. Deine Devise lautet: Die Wahrheit kannst du den Menschen immer zumuten. Das kannst du. Ausreden und Lügen aber nicht. Der Wassermann bekommt folgende Botschaft vom Erzengel Gabriel. Du hast einen klaren und scharfen Verstand, denn du bist ein Kopfmensch. Du denkst sehr viel, ehe du handelst. Nur beim Denken wirst du von deinen Gefühlen gestört. Und dann beginnt deine falsche Einstellung im Kopf und im Herz. Aus deinem Verstand wispern fremde Stimmen von Menschen, die dir unbedingt etwas einreden wollen. Aus deinem Herzen aber sprichst du nur mit deinen Gefühlen. Deine Devise ist: Höre auf deine Stimme, die aus deinem Herzen kommt. Den Fisch begleitet die Botschaft vom Erzengel Barchiel. Die Menschen, von denen du ein gutes Wort erwartest,
sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das Leben ist so und du solltest es ihnen nicht übel nehmen. Ja. Ist dir etwas Besonderes gelungen, dann lobe dich selbst und belohne dich, vielleicht mit einem kleinen Geschenk. Du hast eine Anerkennung verdient. Und deine Devise ist: belohne dich und lobe dich. Das hast du dir verdient. So, meine Lieben, das waren wieder mal die Botschaften von den Engeln, von euren Engeln. Und ich wünsche euch mit diesen Botschaften einen lichtvollen Dezember. Alles Liebe, eure Deria.